Guten Tag und hallo liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV um 16.30 Uhr am 11. Juni. Wir schauen auf die weiter sich erholenden US-Märkte, die hier deutlich nach oben streben. Und allen voran nehmen wir hier den S&P 500 in den Fokus, der ja hier wie kein anderer Index den breiten US-Markt besser darstellt als jedes andere Vehikel. Wir sehen nämlich hier jetzt aktuell, das ist hochinteressant, diesen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch hier in der 24-Stunden-Indikation von JFD. Und sehr schön zu sehen, wie wir hier an dieser Trendlinie aktuell abprallen. Wunderbar punktuell, jetzt wird es wirklich spannend an diesem Niveau. Wir hatten ja gestern bereits analysiert, dass der Index hier bereits im Bereich unterhalb von 2100 Punkten eine kleine Verschnaufenpause einnehmen könnte, um dann letztlich genau dieses Niveau, welches wir heute erreicht haben, zu attackieren oder aber eben direkt hier bereits mit einem Ausbruch über 2100 Punkte zu glänzen und dann direkt das Ganze anzusteuern. Genau da sitzen wir jetzt. Und ja, die Bullen haben ihre positive Entwicklung weiter fortgesetzt. Und jetzt ist eben die Gretchenfrage, wie geht es denn genau hier weiter? Wie gesagt, anhand der 24-Stunden-Indikation, also des Durchlaufs des Indexes, hier haben wir praktisch diese Abwärtstrendlinie erreicht seit dem Allzeithoch. Und der Index kommt jetzt zurück. Sollten sich die Bullen hier nicht abschütteln lassen, dann dürfte es in Kürze hier in dieser Stauzone des gestrigen Tageshochs zu einer Umkehrbewegung kommen. Spätestens jedoch hier diese Aufwärtstrendlinie seit eben dem 9. Juni müsste der Index hier sich stabilisieren. Das heißt, hier spätestens im Bereich oberhalb von 2103 Punkten wäre es an der Zeit, dass der Index wieder nach oben auftritt. Im Ideal kommt es aber gar nicht zu so tiefen Rücksetzern, sondern vielmehr der Index zeigt sich bereits erholt hier im Bereich um 2107, 2108 Punkten, also praktisch auf aktuellem Niveau. Schauen wir ganz kurz dazu die gegenwärtige Stundenkerze hier im MetaTrader 4 Chart an. Da sehen wir hier vom Tageshoch kommen wir aktuell zurück. Wir haben aber noch einiges an Range abzuarbeiten. Im Schnitt bewegt sich die Indikation um die 17 Punkte. Wir haben aktuell erstmal 11 Punkte zurückgelegt. Das heißt, bis hier hoch. Und da sehen Sie, interessanterweise befindet sich das Vorwochenhoch im Bereich 2122 Punkten rund. Bis dorthin besitzt der Index das Potenzial, wenn wir uns hier oberhalb von 2103 Punkten stabilisieren können, beziehungsweise vielmehr noch am gestrigen Vortageshoch, zugleich hier Resistant Level 1 anhand der Fibonacci-Pivot-Punkte, vielmehr eben mal hier an diesem Level sich sogar zu stabilisieren versucht, um dann direkt jetzt oberhalb von 2108 Punkten anzuziehen. Das auf aktuellem Niveau erfolgte, oder der erfolgte Rücksetzer bis hin zum aktuellen Niveau, könnte sich bereits jetzt, wenn die Kerze hier sich nicht weiter aufbaut, was sie aktuell tut, bereits als interessante Chance darstellen, um wieder hier auf einen Aufwärtsimpuls zu hoffen. Andererseits, wie gesagt, haben wir hier diese sehr schöne Stauzone. Das sind praktisch die Indikationskerzen von 16 Uhr bis 16 Uhr, beziehungsweise halt hier von 15 bis 16 Uhr. Und genau dieses Niveau gilt es eben hier zu verteidigen. Hier haben wir im linearen Chart einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der absolut intakt ist. Und insofern kann sich der Index hier in jedem Falle stabilisieren und besitzt eben rein von der Range noch reichlich Potenzial, nach oben aufzudrehen. Dazu bedarf es natürlich dann aber nach der erfolgten jetzigen Stabilisierung natürlich eines Ausbruchs auf ein neues Tageshoch. Und dann locken hier durchaus noch weitere Punkte. Vom aktuellen Level ausgehend, wie gesagt, wären das mal gute 12 Punkte, die man ungefähr noch zu erwarten hätte. Bei einem Risiko im Bereich um 6 Punkte, 7 Punkte maximal. Das sieht ganz interessant aus, aber hier hat sich auch auf größerer Sicht was getan. Und das schauen wir uns jetzt hier neben dieser Beschau auf dem Stundenchart mal hier auf dem Tageschart an. Zum S&P 500. Und zwar hier sehr, sehr dynamisch die Erholung hier mit dieser Hammerkerze vom 9. Juni. Diese Unterstützung bei 2085 Punkten eben hier nicht nur vorsichtig, sondern mit der Vortageskerze sehr, sehr dynamisch überwunden. Und jetzt sind wir genau an diesem Level, was wir auch gestern schon in den Fokus genommen hatten. Allerdings, wie gesagt, jetzt hier nicht mit vorherigen Rücksetzern, sondern bereits gestern der Ausbruch über 2100 und jetzt eben hier schon nach oben gelaufen. Soll nicht überraschen, wenn der Markt eben jetzt hier nicht direkt den Ausbruch schafft. Er hat gute Chancen, es zu tun. Falls es jedoch zu neuen Tagestiefs kommt, dann muss man hier beim Bereich 2100 Punkten aufpassen. Und wenn es signifikant darunter geht, dann wird es ja ein Stück weit bitterer für den S&P 500, weil dann haben wir hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen und dann hätten wir hier auch sicherlich range-technisch das ATR, ADR-Low im Bereich 2098 Punkte zu erwarten. Aber die Chancen, dass die Bullen den Index hier zwischen 2104 und 2108 Punkten auffangen, sind gegeben. Wenn dies gelingt, hat der Index heute/morgen durchaus noch weiteres Potenzial, wieder nach oben aufzudrehen.
Und das würde natürlich dann schlicht und ergreifend bedeuten, dass wir hier, wenn wir hier deutlich rausziehen, hier haben wir diesen Abwärtstrend, diese Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch, wenn wir hier deutlich rausziehen über 2116 Punkte bis zu dem möglichen High Level 2120 des heutigen Tages, dann hätte das höchst bullische Konsequenzen, denn dann dürfte morgen, Schrägstrich für die kommende Zeit, das Allzeithoch auf der Agenda stehen und der Index hätte, wenn wir den Verlauf der letzten Wochen, Schrägstrich Monate betrachten, dann tatsächlich hier das Schauspiel einer möglichen Korrekturausdehnung wieder mal vertan und hier mit einem kleinen Andeuter nach unten, wie hier bereits schon mal im Mai und wie hier auch bereits schon mal im April, hätte das Ganze schon wieder aufgelöst und dann wäre die Wahrscheinlichkeit eines neuen Allzeithochs gegeben. Aber Sie sehen, das verläuft hier alles relativ zäh. Also hier großes Gemauschle beim S&P 500 seit Februar. Oder die Sorgen über eine Zinsanhebung sind eben nicht von ungefähr und das lastet unverändert auf dem Markt. Und hier muss man aufpassen, spätestens wenn wir uns dem September näher und näher nähern und auch hier die Anzeichen sich fortwährend verdichten, dass der US-amerikanische Markt eine Zinsanhebung erfährt, dann kann man hier durchaus von Reaktionen auf der Südseite ausgehen, die dann stärker ausfallen dürften. Aber soweit ist es nicht technisch gesehen. Aktuell, wie gesagt, das Potenzial, dass wir hier nach oben hin ausbrechen, über diese Abwärtstrendlinie. Wenn wir jedoch scheitern, also hier wieder unter 2100 Punkte zurückgehen, dann wird es richtig spannend bei 2097, 2098 Punkten, weil wird auch dieses Niveau aufgegeben, dann sind wir relativ zügig bei 2085. Aktuell scheitert der Index, nachdem wir hier eben die Trendlinie attackiert hatten, an diesem Niveau, aber die Chancen, dass es nochmal zu einem Ausbruchsversuch kommt, sind nicht von ungefähr. Der Markt spielt hier positives Momentum. Aber interessant dennoch, dass wir genau an dieser Trendlinie jetzt stehen. Deswegen achten Sie darauf, wenn wir hier ein paar Stunden rausgehen über 2115, wäre das sehr bullisch. Spekulativ kann man sich versuchen, hier in diese Abwärtsbewegung einzukaufen. Achte man, man sollte hier auf das Niveau von 2104, 2103 achten. Wenn es darunter geht, wird dann vielleicht spekulativ etwas rutschig auf der Südseite. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen für den heutigen Ausblick bzw. die Bewertung des US-Marktes. Wenn Sie mögen, morgen Devisenradar und weitere Sendungen natürlich wieder täglich für Sie. Ich sage danke fürs Einschalten und wünsche jetzt noch einen angenehmen Resttag. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.